herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ja, ich zeige euch heute mal eine Abendroutine bei uns. Allerdings ist sie etwas außergewöhnlich, weil ich alleine bin mit den beiden Kindern. Mein Mann ist auf Geschäftsreise und wir gucken jetzt mal, wie gut wir das hier alleine gewuppt kriegen. Wobei, das sind wir gewöhnt. Wir sind schon mal häufiger hier allein zu Hause und das klappt eigentlich immer ganz gut. Entschuldigt, dass ich so ein bisschen abgewrackt aussehe. Aber wir waren gerade mit Freddy beim Kinderturnen, beziehungsweise Freddy war beim Kinderturnen und ich habe Elena hinten in der Trage gehabt und bin mit ihr ins Städtchen gelaufen zum DM. Da haben wir noch ein paar Kleinigkeiten beim DM eingekauft, aber nichts Spannendes, nichts, was es sich lohnen würde zu zeigen. Jetzt ist es schon 20 nach 6, wie ihr da oben seht. Da ist ganz viel Chaos, aber achtet nicht drauf. Wie gesagt, ich bin allein und muss gucken, dass ich hier irgendwie überlebe. Da nochmal Respekt an alle alleinerziehenden Mamas da draußen, die immer alleine sind und das gewuppt kriegen. Ganz großen Respekt, finde ich großartig. Es ist wirklich anstrengend. So, jetzt quatsche ich aber nicht länger. Jetzt muss ich kochen. Wir waren gerade noch ein paar Minuten im Vorgarten. Habt ihr ja wahrscheinlich gerade schon gesehen. Und jetzt koche ich uns eine Kleinigkeit und dann gucken wir mal, wie der Abend noch so läuft. Viel Spaß bei dem Video. Hier mache ich jetzt gerade das Essen für die Elena. Da wollte ich mal ein neues Rezept ausprobieren. Und zwar hatte ich das schon, bevor wir zum Kinderturnen gefahren sind, vorbereitet. Und zwar einfach Kartoffeln und Möhren gekocht und gestampft und ein bisschen geriebenen Mozzarella-Käse dazu gegeben. Das ist dann so ein bisschen geschmolzen. War so eine Art Brei, den ich auf das Backblech gegeben habe und das Ganze kam in den Ofen. Während das im Ofen war, habe ich unser Essen vorbereitet. Das habe ich euch schon mal gezeigt. Das ist dieses Gericht auch von Pamela Reif mit diesem Hühnchen, einer Kokos-Erdnusssoße. Ich habe es ein bisschen abgewandelt, mit Möhrchen gemacht und mit Kirschtomaten. Und während das alles kochte, habe ich Besuch von Elena in der Küche bekommen. Hallöchen! Und? Hallo! Ist die Mama und die Elena in der Küche? Ja, sie kam dann hin und wieder und hat sich ein Tomätchen abgeholt und hat sich so die Wartezeit aufs Essen vertrieben. Freddy hat eine Runde Fernsehen geguckt, das macht er immer ganz gerne. Nach dem ganzen Spielen, nach so einem anstrengenden Tag, wenn ich dann in die Küche gehen muss und es ist niemand da, der jetzt noch großartig mit ihm spielt, muss halt der Fernseher angemacht werden. Ja, so sah unser Essen dann aus. Das von Elena hatte ich mir tatsächlich ein bisschen anders vorgestellt, aber es hat ihr trotzdem gut geschmeckt. Ziemlich pünktlich um 19 Uhr saßen wir dann beim Essen. Freddy durfte seine letzte Folge Feuerwehrmann Sam noch zu Ende gucken, deswegen guckt er da die ganze Zeit zum Fernsehen. Das mag ich eigentlich beim Essen gar nicht, aber ich wollte auch kein Geknatsche haben. Deswegen den Kompromiss, dass er die Folge noch zu Ende gucken durfte. Und er war schon echt sehr müde, er konnte kaum mehr den Löffel halten, hat ständig in seinem Malbuch noch rumgeguckt. Und ja, wahrscheinlich kennt ihr das, wenn ihr Kinder habt, man selber kommt kaum zum Essen. Ich habe Elena geholfen, dann was zu trinken geholt und dann wieder Freddy geholfen und mir selber wieder einen Löffel in den Mund gesteckt. Also das war ein bisschen anstrengendes Essen, deswegen nehme ich mir immer vor, einmal die Woche ohne Kinder essen, wenn die im Bett sind, ganz entspannt, weil ich finde das Abendessen oft sehr anstrengend. Wie geht's euch da? Von? Tom Thomas. Mit? Wallaby 2. Yay. Guck mal, Elli. Die Elena hat noch einen kleinen Brei bekommen mit Erdbeeren. Ich weiß nämlich immer nicht so genau, ob sie wirklich satt wird von dem Essen, was ich hier für sie mache. Und dann ging es auch schon nach oben. Freddy hatte noch nicht so viel Lust, aber da Elena und ich da so fröhlich die Treppe hochgekrabbelt sind, kam er dann auch mit. Dann haben die Kinder noch ein bisschen gespielt da in dem Arbeitszimmer, bevor es dann ins Badezimmer ging. Ja, und da ging dann so richtig die Routine los mit Händewaschen, Zähneputzen. Ich mache mal erstmal die Elena frisch, bevor ich mich dann um Freddy kümmere. Du wilde Hummel.
Ich bin total stolz auf Freddy, denn der weiß dann genau, ich bringe jetzt erstmal die Elena ins Bett und er wartet dann oben ganz lieb in seinem Zimmer auf mich. Mittlerweile ist er so motiviert, dass er sich auch schon selber ganz allein umziehen möchte. Während ich da mit der Elena noch eine Kleinigkeit lese, dann kommt das leidige Zähneputzen. Das mag sie leider gar nicht, wie man hier auch so ein bisschen sehen kann. Aber danach gibt es dann noch eine kleine Milch und da fährt sie dann schön runter, wird dann spätestens ganz müde und lässt sich ganz glücklich und zufrieden ins Bettchen legen. Freddy und ich lieben es dann immer sehr, ganz in Ruhe noch was Schönes zu lesen, ohne dass uns das Baby stört. Einfach nur Zeit, Mama und Freddy oder eben Papa und Freddy, wenn der Papa ihn ins Bett bringt. Ja, und anschließend trinkt Freddy immer noch ein bisschen warmes Wasser. Für ihn ist das immer seine warme Milch, aber eigentlich ist es nur warmes Wasser. Das hat sich irgendwie aus seiner Babyzeit noch so fortgesetzt. Ja, und dann bringe ich ihn auch ins Bettchen, da haben wir noch ein bisschen Quatsch gemacht und dann schläft er auch ganz friedlich ein nach so einem langen, anstrengenden Tag. Als ich dann um 8:30 wieder nach unten kam, stand da natürlich noch allerhand rum. Ich habe es natürlich nicht geschafft, neben dem Kinder ins Bett bringen auch noch alles aufzuräumen. Deswegen musste das dann gemacht werden, als die Kinder im Bett waren. Also schnell das Wohnzimmer aufgeräumt. Das mache ich immer ganz gerne als erstes, dass wenn ich in der Küche fertig bin, ich dann wenigstens in ein schönes aufgeräumtes Wohnzimmer komme. Elena und Freddy hatten natürlich ein bisschen gekleckert. Deswegen musste der Boden gereinigt werden und der Tisch wurde ein bisschen abgewischt. Allerdings muss ich sagen, dass ich jetzt nicht jeden Abend da noch groß wische. Staubsaugen kann ich im Wohnzimmer sowieso nicht. Da hätte ich Angst, dass die Kinder wach werden. In der Küche habe ich ein bisschen gestaubsaugt. Das kommt immer ganz drauf an, wie es aussieht. An dem Abend habe ich allerhand gemacht, weil es dann doch mal wieder nötig war, auch den Glastisch nochmal sauber zu machen. Da waren so viele Kinderpatschepfötchen drauf. Deswegen ja, habe ich da richtig groß reine gemacht. Und als das Wohnzimmer soweit gut aussah, ging es in der Küche weiter. Da stand natürlich auch noch alles rum von dem ganzen Gekoche. Da habe ich dann auch erstmal alles aufgeräumt, die Spüle sauber gemacht und. Was ich abends immer sehr gerne mache, also so jeden zweiten Abend, ist die Kaffeemaschine richtig zu reinigen und vor allen Dingen über Nacht alles trocknen zu lassen. Das ist so wichtig, dass einfach in der Maschine mal alles trocknet, wo immer dieser ganze Kaffeetress da drin hängt und so weiter. Und dann freut man sich am nächsten Morgen noch mehr auf einen frischen Kaffee aus einer sauberen Maschine. Thank you.
Ja, nach etwa einer Dreiviertelstunde Putzerei habe ich dann die Lämpchen angemacht, die Kerzen angemacht und habe mich dann sehr gefreut, dass es im Wohnzimmer jetzt so aussah, alles aufgeräumt und geputzt und in der Küche auch alles aufgeräumt und geputzt und dachte, ich könnte zum gemütlichen Teil des Abends übergehen, aber dann fiel mir ein Mist. Im Trockner ist noch Wäsche und in der Waschmaschine ist noch Wäsche. Deswegen musste ich einmal den Trockner rausräumen und die Wäsche aus der Waschmaschine noch in den Trockner räumen. Dabei habe ich dann auch noch ein sehr sauberes Lego-Steinchen entdeckt, was ich dann mit in die Wäsche geschummelt hatte. Dann habe ich den Trockner noch angemacht, weil ich mag es gar nicht, wenn die Wäsche dann über Nacht in der Waschmaschine liegt. Aber dann habe ich mir meinen obligatorischen Tee gezaubert und anschließend dann im Wohnzimmer noch ein bisschen Wäsche zusammengelegt. Aber zum Glück war es gar nicht so viel. Für Elena das Tablett habe ich noch vorbereitet. Wer weiß, vielleicht trinkt sie ja nachts eine Milch. Und wenn man das alles vorbereitet hat, geht das nachts auch ruckizucki. In 20 Sekunden ist die Milch fertig. Ja, mittlerweile ist es schon kurz nach 11. Ich habe mir jetzt noch einen gemütlichen Abend gemacht. Ich habe Nachrichten geguckt. Ich habe mir so eine Reportage geguckt. Die hat mich allerdings ein bisschen runtergezogen. Da ging es auch um eine Familie mit einem Kind mit einem Gendefekt, ganz anders als Felix, aber so dieser krasse Alltag, den die haben und auch diese positive Einstellung von diesen Menschen, die da nicht nur das behinderte Kind haben, sondern eben auch noch zwei gesunde Kinder haben. Ja, Wahnsinn. Also dieser Alltag, ich kann mich noch gut dran erinnern, auch Medikamente und so weiter und so fort. Das ist wirklich extrem und das jetzt nochmal so im Fernsehen zu sehen, wie gesagt, es war ein anderer Gendefekt, aber ich fand es trotzdem auch wieder so ein Stück weit hat einen das in die Vergangenheit gezogen und so einen kleinen Kloß hatte ich da im Hals. Ja, also Respekt, ganz großen Respekt vor allen Familien, die den Alltag stemmen müssen mit einem kranken Kind. Mit gesunden Kindern ist es ja schon anstrengend, aber mit einem kranken Kind ist das nochmal eine ganz andere Aufgabe. Was wir ja nun auch aus Erfahrung wissen. Ja, aber da wollte ich mich jetzt gar nicht zu sehr von runterziehen lassen. Ich wollte einen entspannten Abend machen. Ich habe meinen Tee getrunken und jetzt gehe ich mal unter die Dusche. Ich liebe es ja abends zu duschen. Dann geht einfach morgens alles viel, viel schneller. Und ich werde mir noch aber ein bisschen Wellness antun. Ich wollte mir noch eine Gesichtsmaske machen und ich wollte mir tatsächlich noch die Fußnägel lackieren. Das mache ich auch am liebsten abends, weil tagsüber muss man ja irgendwann wieder in die Schuhe reinschlüpfen und dann ist wieder alles irgendwie angedötscht und deswegen lackiere ich mir am liebsten abends die Fußnägel. Dann bis zum nächsten Morgen, wenn man die Schuhe anziehen muss, ist alles locker getrocknet. Genau, das ist jetzt noch der Plan für heute. Somit geht die Abendroutine jetzt weiter. Mein Programm im Badezimmer will ich euch jetzt gar nicht so ausführlich zeigen. Das hatte ich ja schon mal in meiner Abendroutine im Bad ausführlicher gezeigt. Das Video kann ich euch ja auch nochmal verlinken. Jedenfalls war ich leider nicht ganz ungestört, weil gerade als ich im Badezimmer war, hörte ich dann doch Elena weinen und musste leider zu ihr gehen. War da froh, dass ich die Milch vorbereitet hatte und musste ihr dann noch schnell eine Milch geben. Darüber ist sie dann aber auch schnell wieder eingeschlafen und ich habe weitergemacht im Bad. Badezimmer. Also, wenn ihr das Video gesehen habt, in dem ich das Badezimmer neu aufräume und neu sortiere, wisst ihr, dass ich von allem relativ viel Auswahl habe. So auch an Gesichtsmasken. Das sind jetzt alles diese kleinen Tütchen an Masken, die man so, ja, die meisten kann man einfach beim DM natürlich kaufen. Aber ich glaube, weil ich nämlich im Moment wirklich ein bisschen Hautprobleme habe, das hatte ich jetzt lange nicht mehr. Hier habe ich wirklich so ein paar Pickel bekommen. Greife ich auf was Altbewährtes zurück. Dann nehme ich, glaube ich, hier die, das ist jetzt wahrscheinlich spiegelverkehrt, ne? Hier diese Aven-Maske. Stellt es nicht richtig scharf. Na, ich schreibe euch einfach nochmal unten in die Infobox, wie die genau heißt. Die verwende ich jetzt, die braucht eigentlich nur 5 Minuten draufbleiben, aber ich werde die ein bisschen länger drauf lassen. Das kann auf keinen Fall schaden.
Ja, mit meiner Gesichtsmaske bin ich dann ins Wohnzimmer und habe mir da tatsächlich noch zu dieser späten Stunde die Fußnägel lackiert. Ich wollte es unbedingt durchziehen, sonst mache ich es wieder wochenlang nicht. Da ich selber kein großer Fußfreund bin, erspare ich euch da auch die Großaufnahme. Aber ich habe mich für einen dunklen Nagellack entschieden. Und dann lag ich ganz Vogelscheuche hinterher noch ein bisschen auf dem Sofa, habe den Nagellack trocknen lassen, habe meine Maske noch ein bisschen einziehen lassen, habe noch ein Gläschen Wasser getrunken, bevor ich dann alles ausgemacht habe, die Kerzen natürlich, die Lampen ausgemacht habe. Und dann habe ich mir das Tablett nochmal aus der Küche geschnappt. Ich musste Elenas Fläschchen nochmal spülen, weil sie ja schon ein Fläschchen getrunken hat. Das habe ich mir geschnappt und bin dann hochgegangen und habe mir dann nochmal kurz im Bad die Maske abgewaschen. Da war ich dann endlich fertig im Bad und habe mich aufs Bett gefreut und auf mein schönes Schlafzimmer. Ihr merkt schon, ich bin eine echte Nachteule und konnte das jetzt, wo mein Mann nicht da war, auch mal wieder voll ausleben. Pünktlich zu meiner Lieblingsuhrzeit um 1.23 Uhr war ich jetzt im Bett. Jetzt lese ich noch ein Seitchen. Ich lese gerade hier dieses Buch hier, das Geisterhaus. Ich schaffe allerdings immer nur ein, zwei Seiten abends zu lesen und komme nicht richtig in die Geschichte rein. Geschrieben ist es super, aber die Geschichte ist mir noch nicht ganz so vertraut. Und ganz super ist dieses Leselicht hier. Das macht nämlich ein orangenes Licht und mein Mann geht immer gerne schon ein bisschen früher schlafen. Jetzt ist er ja nicht da. Aber wenn ich dann spät ins Bett komme und möchte noch ein bisschen lesen, mache ich mir hier dieses orangene Licht an und das stört ihn dann zum Glück nicht, weil dieses Licht hier ist dann doch zu hell, wenn er schlafen möchte. Genau, und das reicht mir zum Lesen. Das nur noch als kleine Nebenbemerkung. Außerdem macht es natürlich auch müde, weil es so orange-rotes Licht ist. Vielleicht schaffe ich deswegen auch immer nur ein, zwei Seiten zu lesen. So, jetzt habe ich euch aber genug zugetextet. Ich hoffe, unsere Abendroutine hat euch ein bisschen unterhalten, ein bisschen Spaß gemacht. Wenn ja, dann gebt mir doch gerne einen Daumen hoch, um meinen Kanal zu unterstützen. Jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht oder einen schönen Tag, wann auch immer ihr das Video schaut. Sende euch ganz liebe Grüße und bis bald. Tschüss!